Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Und da geht es heute um Franz Grillparzer. Ein großer Name der deutschsprachigen Literatur, auch wenn er nicht schön ist, der Name. Franz Grillparzer war ein notorisch unzufriedener, eigentlich ständig unzufrieden, war und blieb Beamter, was er nicht wollte und wie gesagt, dennoch blieb. Damit war er unzufrieden. Auch Österreich behagte ihm irgendwie nicht, aber die Österreicher und Österreicherinnen, die lieben und liebten ihn als ihren Nationaldichter. Am 26. und 27. März 1821, das waren vielleicht einige Tage, an denen Grillparzer vielleicht nicht ganz unzufrieden war. Das war nämlich die Premiere seiner Trilogie »Das goldene Vlies«. Heute wird meist ja nur der dritte Teil Medea aufgeführt, weil es sonst einfach zu lang wird. Da wäre dann wieder unzufrieden, schätze ich. Ein Kalenderblatt von Thomas Hartmann, gelesen von Conny Wolter. Ich habe immer viel auf das Urteil des Publikums gehalten. Über die Konzeption seines Stückes muss der dramatische Dichter mit sich selbst zu Rate gehen. Ob er aber mit der Ausführung die allgemeine Menschennatur getroffen, darüber kann ihn nur das Publikum als Repräsentant dieser Menschennatur belehren. Soweit Franz Grillparzer. Und so gesehen dürfte der Dichter mit der Uraufführung seines Dreierpacks »Das goldene Vlies« an der Wiener Burg, der Dichter selbst spricht von einem dramatischen Gedicht in drei Abteilungen, im März 1821 zufrieden sein. Denn im Großen und Ganzen ist die Trilogie ein Erfolg. Allerdings kein ungetrübter. Denn der dritte Teil Medea kommt besser an als die anderen beiden, der Gastfreund und die Argonauten. Weil eine Fremde ich bin aus fernem Land und unbekannt mit dieses Bodens Bräuchen, verachten sie mich, sehen auf mich herab. Und eine scheue Wilde bin ich ihnen, die unterste, die letzte aller Menschen, die ich die erste war in meiner Heimat. Ich will ja gerne tun, was ihr mir sagt. Nur sagt mir, was ich tun soll. Grillparzer wird 1791 in Wien geboren. Sein Vater ist Beamter, der Sohn studiert Staats- und Rechtswissenschaften, um es ihm gleich zu tun. Lust hat er dazu nicht und schlägt dennoch eine Beamtenlaufbahn ein. Eine Laufbahn, die ihm Luft zum Schreiben von Dramen lässt. Schon sein erstes gespieltes Stück, Die Ahnfrau, wird 1817 zum Theaterereignis. Die Aufführungen allerdings irritieren den Autor. Die Gestalten, die man geschaffen und halb schwebend in die Luft gestellt hat, vor sich hintreten, sich verkörpern zu sehen, den Klang ihrer Fußtritte zu hören, ist etwas höchst Sonderbares. Die Aufführung meines Stückes hat mein Schamgefühl verletzt. Die Arbeit am Goldenen Vlies nimmt Grillparzer im Folgejahr auf. Damit wendet er sich der griechischen Mythologie zu. Schildert das reichlich gewalttätige Geschehen rund um das sagenhafte Widderfell, eben besagtes Vlies, beschreibt, weshalb Medea sogar zur Mörderin an den eigenen Kindern wird. Nie habe ich an etwas mit so viel Lust gearbeitet. Ich erhielt mich glücklich auf der Höhe, die ich mir vorgesetzt und war über die Hälfte der zweiten Abteilung gelangt, so dass ich hoffen konnte, diese baldigst zu vollenden. Aber es kommt anders, denn das Vlies steht unter keinem guten Stern. Die geliebte Mutter verübt Selbstmord, was für den Sohn ein schwerer Schlag ist. Und obendrein setzt es noch Ärger mit den Behörden, als ein Gedicht von ihm als illegitimer Angriff auf die Kirche gedeutet wird. Kaiser Franz ist so erbost, dass er im Wiederholungsfall mit der Kündigung droht. All dies erschwert die Arbeit am Dreiteiler ungemein. Am Ende weiß Grillparzer offenbar nicht recht, was er davon zu halten hat und bittet um Nachsicht. Ich habe zwischen dem ersten Akte der Argonauten und dem letzten der Medea die Verluste und Erfahrungen eines halben Lebens gemacht. Dennoch wird das Goldene Vlies ein Erfolg. Ein Erfolg, der auf Bühnen des deutschsprachigen Raums in coronafreien Zeiten nach wie vor gespielt wird.